Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest der Dragonswüt anzunehmen bei Greta, die Schiedsfrau, in der Sturmgipfel an dieser Position. Vorquest war Loklivas Abschiedsgeschenk. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5 mit einem Charakter, der viel zu hoch für dieses Gebiet ist. Das sollte an der Hilfe aber nichts mindern, sag ich mal. Man muss sie bei ein paar Mobs bekämpfen, aber es würde euch nicht mehr helfen, wenn ich jetzt 5 Sekunden gegen einen Gegner kämpfen würde, oder? Oder 10 Sekunden. Ich werde also die Gegner mit einem Schlag besiegen und ihr müsst halt normal gegen die kämpfen. Klare Sache. Nun fliegt man hier ganz weit nach oben, man darf ein bisschen zuschauen, kann nebenbei was trinken, essen, aufs Klo gehen, wobei aufs Klo gehen könnte zu lange dauern. Vielleicht sollte ich schon da sein. Und ihr seht, man hat auch ein Quest-Item mitbekommen. Gyldnir-Harpune. Und das müssen wir gleich nutzen. Kann man sich auch in die Leiste ziehen und von da aus benutzen. Jetzt muss man hier diese Drachen oder die Gegner anklicken. Muss ich schauen, ich habe den Drachen mal angeklickt. Und dann kommt man zu ihm. Also Drachen anklicken. Und dann Quest-Item benutzen. Da oben ist noch einer. Ich werde es auch jetzt testen, indem ich den Gegner anklicke. Ob man dann das Quest-Item... Nein, Quest-Item geht nicht. Also man muss die Drachen anklicken. Er fliegt schnell. So. Halt nicht Wurzeln, ich will ihn töten. Nächste Drache. Mob töten. 4 von 10. Jo, hier ist gleich der nächste. Wundert mich, dass das Quest-Item nicht 20 Sekunden Cooldown hat. Immerhin nur 6 oder so. Genau. Jetzt habe ich schon 6 von 10 Gegner getötet. Von hinten kommt einer. Kein Problem. Ich schaue auch nach hinten. Ich fliege jetzt ziemlich tief. Nein, keine Sorge, man landet hier nicht. Quest-Item hat auch eine ziemlich hohe Reichweite. So, jetzt fehlt mir noch ein Gegner. Ich habe übrigens auch einen Twitch-Kanal, Link dazu findet ihr in den Kommentaren. Wäre cool, wenn ihr auch da vorbeischaut. Da ist auch schon einiges los. So, die Quest ist bereit zur Abgabe und wie man an der Minimap sieht, ist es hier oben auf dem Tempel bereit abzugeben. Aber wie kommt man dahin? Ganz einfach, man schaut diesen Tempel an, klickt hier so ein Teil an und dann das Quest-Item. Teil nennt sich Säulenornament. Und schon ist man hier gelandet. So. Quest ist dann abzugeben bei Thorim. In der Sturmgipfel. An dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wäre cool, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!